Schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier den ersten Vortrag auf dem Vintage Computing Festival 2024 halten zu dürfen. In der Ankündigung stand ein anderer Vortragstitel. Ich weiß nicht, ob ich habe noch sozusagen last minute versucht, meinen neuen Titel einzureichen. Ich weiß nicht, ob es noch auf die Webseite geschafft hat. Nichtsdestotrotz habe ich einen anderen Vortrag gewählt, der zwar das Thema Paperware auch beinhaltet, also keine Sorge, es wird ja auch um Paperware gehen und um das, was ich damit mache, der aber besser zu meiner Ausstellung passt. Also der Vortrag, den ich hier halte, ist der Vortrag zu der Ausstellung, die ich auch im Ausstellungsraum zeige und deswegen vielleicht ganz interessant als Hintergrundinformation. Ich bin Stefan Höltgen, ich bin derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bonn in einem DFG-Projekt, das ich selbst beantragt habe und das den schönen Titel Computerphilologie, technische Kulturen der Basic-Programmierkultur, technische Lektüren der Basic-Programmierkulturen trägt und in dem es darum geht, die reichhaltige Geschichte der Basic-Programmierung einmal nicht so sehr von ihrer kulturwissenschaftlich und von ihrer soziologischen Seite zu ergründen, sondern eben von der informatischen, ich will fast sagen textlinguistischen Seite, nämlich was die so gemacht haben und wie das miteinander in Verbindung stehen. Und was ich hier heute präsentiere, ist quasi der erste große Schritt, das erste Kapitel, das ich in dieser Forschungsarbeit erledigt habe, nämlich die Analyse von Basic Breakout Varianten und warum ich das analysiert habe und wie ich das gemacht habe, davon rede ich jetzt. Zunächst werde ich etwas über die philologischen Überlegungen berichten, die da im Hintergrund stehen, also dass das, warum eigentlich so ein informatisches Projekt etwas mit Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft zu tun haben soll. Ich bin von Haus aus beides, sowohl Germanist als auch Informatiker, deswegen lag das für mich ganz nahe, das zusammenzudenken. Dann werde ich etwas über die Programme erzählen, die ich hier analysiere. Das sind alles Breakout-Spiele und davon habe ich reichlich gefunden in der Literatur, von professionellen Programmierern der Basic-Ära bis hin zu Jugendlichen, die das als Listing in irgendwelchen Zeitschriften veröffentlicht haben. Und werde ein bisschen was zu der Statistik, was ich da also gefunden habe, und daran kann man sozusagen ein bisschen sehen, wie reichhaltig der Schatz an diesen Artefakten ist, zeigen. Und dann werde ich ein bisschen etwas über die Basic-Implementierung von Breakout sprechen. Das ist auf zwar sehr ähnliche Weise, aber doch in gewisser, es ist auf sehr unterschiedliche Weise implementiert worden, aber es gibt gewisse Ähnlichkeiten, und das ist genau das, woran ich in diesem Kapitel suche, nämlich die Ähnlichkeiten der Programme zueinander und die Frage, nicht, wer hat da voneinander abgeschrieben oder so, sondern gibt es bestimmte Grundideen, die sich tradieren, so wie in der Literaturgeschichte sich bestimmte Motive tradieren, die immer wieder auftauchen. Die Spiele stelle ich dann im Einzelnen vor und werde dann etwas über die Frage, wie man eigentlich Software von Papier liest und ausführt und was es eigentlich bringt, wenn man das also auf diese Weise macht und ob es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt. Und dann zum Schluss gibt es drei Spiele, die ich hier im Detail zeige, wo ich dann also auch an den an den Spielelistings zeigen möchte, wie diese Lektüre vonstatten geht. Die philologischen Grundüberlegungen stellen zunächst zwei Fragen, nämlich die erste, lassen sich textuelle Beziehungen zwischen verschiedenen Implementierungen desselben Programms finden? Also, was weiß ich, eine sortierte Highschool-List, greift die auf dieselben Sortieralgorithmen zu? Oder die Abfrage der Controller, wie wird die Loop, finden sich da Ähnlichkeiten in den Loops, wenn die Controller-Abfragen generiert werden? Und die zweite Frage ist, welche Schlüsse lassen sich aus der Analyse von Source-Codes über die Computerkulturen ableiten? Ne? Also erkennt man daran zum Beispiel, hat das halt jemand Informatik-Leistungskurs gehabt hat als 18-Jähriger, 17-Jähriger oder ist das ein 9-Jähriger, der sich selbst Basic beigebracht hat? Und das ist so, wie wir gestern noch darüber unterhalten, dass strukturierte Programmierung eigentlich der Tod des Individualstils wurde. Ist auch klar, es war ja für Software Engineering gut. Aber es hat eben so ein bisschen dazu auch geführt, dass der Individualstil so ein bisschen gekillt wurde. Und auf der anderen Seite natürlich die Programme wartbar gemacht. Na, aber heute lese ich eben aus diesen sehr wild programmierten Dingen Stilistiken raus, die sich vielleicht für ganz andere Analysen nutzen lassen, als nur für die Frage, ob der Code funktioniert oder nicht. Dann gibt es Fragen zur Rezeptionsgeschichte und Stematologie. Rezeptionsgeschichte heißt, wie lassen sich bestimmte, also wenn man von produktiver Rezeption spricht, ich gucke mir ein Programm an, wie zum Beispiel, ich komme aus der Spielhalle, habe ein Breakout-Spiel gesehen. Toll, das will ich selbst auch programmieren. Setze mich zu Hause an meinen Computer und adaptiere dieses Breakout-Spiel und frage mich, wenn ich jetzt den Code angucke, okay, was könnte da übernommen sein? Wo hat er sich inspiriert? Bei welchen Ideen? Das wird sich bei mir am Stand zeigen, dass die C64-Version witzigerweise sehr ähnlich zur Arcade-Version ist, in bestimmten Technologien. Und Stematologie bedeutet, gibt es sowas wie eine Urschrift?
Und die haben wir glücklicherweise bei Breakout, bei einem Basic Breakout, nämlich das von Steve Wozniak programmierte Breakout auf dem Apple II, das mir auch am Stand ist. Und lässt sich zeigen, dass sich die Programme, die sich später entwickelt haben, diese Breakout-Programme, dass sich die in irgendeiner Weise ableiten lassen von dieser Urversion. Kann man das irgendwo dran erkennen? Und dann möchte ich etwas über die individuellen Programmierstile finden, eben auch als Abweichung von normativen Vorgaben. Normative Vorgaben kennen die Leute, die Informatik studieren oder als Softwareingenieure arbeiten, ja, noch und nöcher. Das fängt ja schon bei den Editoren an, dass die uns sagen, wie unser Code auszusehen hat. Und alle Abweichungen davon, also lasse ich Lücken zwischen meinen Befehlen oder rücke ich irgendwas ein oder, weiß ich nicht, benutze ich Abkürzungen für meine Codes, irgendwelche dreckigen Go-Tos aus Schleifen rausspringen und so weiter und so fort, lassen Rückschlüsse auf individuelles Programmierstile zu. Aus den Source Codes lassen sich auch Anforderungen an die Systeme herauslesen. Also wie gehe ich zum Beispiel kreativ mit der Speichergrenze um von dem ZX81, der nur 1 Kilobyte RAM hat, für den ich einen Breakout programmieren möchte. Wie kriege ich das hin? Wie kann ich mit dem Problem der Geschwindigkeit umgehen? Ein Basic-Programm wird interpretiert, das heißt, es wird extrem langsam ausgeführt und das muss ich natürlich bei einem Action-Spiel wie Breakout berücksichtigen, ne? Dass ich da also jetzt nicht viel Zeit verschwenden darf. Oder eben, wie ich auf bestimmte Hardware-Funktionen zugreifen kann, Soundchips, Grafikchips und so weiter und so fort. Wie kann ich das unter Basic leisten? Bei manchen Computern geht das gut, bei manchen geht es schlecht. Also beim C64 zum Beispiel geht das nicht so einfach, aber nichtsdestotrotz funktioniert es da auch. Dann interessiert mich die Textgenese, also wie ist ein einzelner Code entstanden? Ne? Und da habe ich jetzt gerade eine ganz tolle Spende bekommen von jemandem, der hat in den 80er Jahren ein Sportspiel programmiert, so ein Skischanzensprungspiel. Und der hat nicht nur die finale Version aufgehoben, sondern auch noch ganz viele Vorversionen, sodass man aus diesem Versioning, wie die Germanisten sagen würden, auch eine kritische Edition erstellen kann, um zu schauen, wie ist so ein Code entstanden, sukzessive, um daraus zum Beispiel ableiten zu können, okay, was hat er verbessert? Wo hat er irgendwie was gelernt? Sieht man da, dass er irgendwie mit einem Problem umgegangen ist, das er dann gelöst hat? Oder hat er das auf eine andere Art und Weise, ist er das losgeworden? Bis hin zur finalen Version, um dann so eine kritische Edition aufzustellen, richtig wie die Altphilologen das auch machen, so synoptisch die Codes nebeneinander zu stellen, um zu zeigen, okay, von hier aus ging die Reise da und dahin, eben mit literaturwissenschaftlichen Mitteln. Und schließlich interessiert mich auch der Publikationsort, also wie und wo haben die Leute ihre Codes veröffentlicht, sind die nur als Newsletter, sind schlimmstenfalls irgendwo in der Schublade oder auf Diskette und ab auf den Speicher und nie wieder hat jemand was davon gesehen. Und man hört da schon raus, dass das eine prekäre Frage der Software Preservation ist, weil solche Codes existieren ja auch, aber dadurch, dass sie nirgendwo bekannt sind, werden sie halt auch nirgendwo systematisch gesammelt und keiner weiß davon. Und auf der anderen Seite, wenn es in die andere Richtung geht, bis hin zu, ich gebe es an Kumpels weiter auf dem Schulhof, ich veröffentliche es in einem Clubmagazin, ich schicke es zu einer Computerzeitschrift, die es abdruckt, oder bestenfalls, ich schreibe ein Buch, in dem der Code abgedruckt ist. Ich habe am Stand sozusagen von allen also die extremsten Varianten habe ich da, ne? Also von wirklich sehr individuell programmierten bis hin zu in Handbüchern für Computer veröffentlichten Source Codes. So, was habe ich rausgesucht? Ich habe aus 53.016 Zeitschriften und 71.920 Büchern, die mir als PDF vorlagen und die per OCR durchsuchbar waren, habe ich Breakout-Listings herausgesucht. Ich bin dabei erstmal ganz stupide vorgegangen. Ich habe nach Breakout und Breakout zusammengeschrieben und getrennt und mit Bindestrich gesucht. Absichtlich auch, um zu zeigen, dass man schon allein da relativ viel finden kann und dass das aber auch zu sehen, dass es, weil es auch noch sowas gibt wie Smash Out oder Super Smash oder so heißen die Programme, dass es nicht hilft, nur nach den Titeln zu sehen, sondern dass es vielleicht viel klüger wäre, nach anderen Aspekten zu suchen, wenn man Breakout-Programme finden will, die sich nicht direkt im Titel verbergen, sondern vielleicht in den Paratexten oder auch im Programmcode selbst. Und dass dafür die Hilfe von Maschinen notwendig wäre, also nicht von menschlichen Lesern, die 73.000 Zeitschriften durchblättern, sondern von Maschinen, die bestimmte Muster erkennen, an denen ein Breakout-Spiel vielleicht identifizierbar wäre. Und darauf steuert mein Projekt dann am Ende auch hin, dass ich das automatisieren möchte. Was habe ich gefunden? Ich habe von Apples Breakout im Manual zum Apple II ein bisschen in die Gegenwart gesucht. Also das jüngste ist aus den 2000er Jahren. Und ich habe mich auf 8-Bit-Plattformen beschränkt, mit der Ausnahme eines Spiels, nämlich GURT für einen x86.000-Computer. Das fand ich doch ganz interessant, dass es da auch noch einen Basic-Dialekt gab, der da von jemandem bedient wurde.
Wie gesagt, meine Suchbegriffe waren Breakout und Breakout. Ich habe auch nach Arkanoid gesucht, ich gebe es zu. Aber da war tatsächlich nicht so viel zu finden, außer dass in der Programmbeschreibung manchmal drin stand, das ist ein Spiel so ähnlich wie Arkanoid. Ja? Bei dieser Suche habe ich 115 Listings gefunden. Das waren in Zeitschriften 75, in Büchern 39 und aus anderen Quellen eine. Das war eine Internetquelle. Wie man hier an dem Balkendiagramm sieht, ist das relativ klar, wann da die meisten veröffentlicht wurden, nämlich zur Hochzeit, zur Blütezeit von BASIC 1984 mit 25. Das fängt im Jahr 1975 an, na klar, ne, Wozniak's Breakout im Handbuch. Und das jüngste ist hier zwischen 2000 und 2020, da sind drei erschienen. Auch interessant ist, gesichert habe ich männliche Vornamen 84 gefunden und weibliche Vornamen eine. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Männer oder Frauen waren, sondern die Vornamen ließen sich eindeutig als männlich oder weiblich bezeichnen. Und unsicher, weil es nur abgekürzt war, Initialen waren 26. Also da scheint es auch, aber das kennen wir ja schon. Ja, bitte? Das ist eine gute Frage. Das ist aber eine Frau gewesen, die hat mehrere Computerbücher geschrieben. Ich kann da gleich nochmal nachgucken. Das ist eine Frau, die hat mehrere Computerbücher geschrieben. Ich meine für BBC Micro. Die ist sehr einschlägig, die Programmiererin. Ne, die hat, ich muss mal gucken, also ob ich das hier stehen habe, das ist jetzt schon etwas länger. Ich schaue mal nach, aber das ist auf jeden Fall in den 80ern. Ne, auf jeden Fall 83, 84, 85 in dem Dreh. So, noch ein bisschen mehr Statistik. Ich habe Implementierung für 27 Computersysteme gefunden. Für den Commodore VC20 18, für Single ZX Spectrum 18. Ich will das jetzt nicht bis zum Ende hier vorlesen. Aber klar, man erkennt sozusagen die einschlägigen, also hier bis zum Commodore 64, für den es 9 gegeben hat, und dann wird es weniger. Ganz interessant, für den Commodore PET 2001 gibt es 3 Stück, und das ist schon auch eine beachtliche Leistung, weil das Gerät wirklich Schwierigkeiten hat, dieses Programm zu bearbeiten. Und für den TRS-80 gibt es eine Implementierung, die ich sehr schön fand, die habe ich aber leider nicht dabei, der das Problem der Geschwindigkeit auf eine sehr interessante Art und Weise gelöst hat, nämlich dass man, wie gesagt, den Ball einfängt, wenn man einen Knopf drückt, dann arbeitet der Computer, ohne dass man jetzt interaktiv den Pedal hin und her bewegen kann, sodass da quasi nicht so viel Zeit zu sparen war. Die Programmlängen variieren auch ganz stark. In der Regel, was habe ich hier, Basic-Zeilen, wird so ein Programm, also im Durchschnitt 134, verbraucht es 134 Basic-Zeilen, um ein Breakout zu implementieren. Das variiert relativ stark, also die meisten schaffen es zwischen 50 und 100, und es gibt auch tatsächlich Basic-Programme über 500. Ich sage gleich noch, was ich unter Basic-Programm verstehe, weil man kann natürlich auch so ein riesen Hex-Listing herstellen, in dem Maschinenspracheprogramm implementiert ist. Die habe ich aber nicht berücksichtigt, diese Programme. Ich habe sozusagen nur Pure Basic dafür herangezogen. Weitere statistische Erhebungen, die ich noch nicht abgeschlossen habe, die Spielfeldausrichtung, also wie viel vertikale, wie viel horizontale Breakouts sind dabei. Dann die Grafikart, ist es Pixel- oder Textgrafik, Pseudografik oder vielleicht sogar noch andere Grafik, die da benutzt wird. Haben die Spiele Sounds, ja oder nein? Und wie viele hardwarenahe Funktionen tauchen pro Programm auf? Also sowas wie, dass man pokt, um irgendwie schneller zum Ziel zu kommen. Wie gesagt, keine Maschinensprache, sondern nur mit Pokes irgendwelche Sachen aufzurufen. Die Kategorisierung lief so ab. Ich habe insgesamt 6 Kategorien aufgestellt. Das lässt sich wahrscheinlich auch auf andere Programmgenres dann ausdehnen, wenn ich jetzt Textverarbeitungsprogramme oder sowas untersuchen würde. Zunächst reine Basic-Programme, also die komplett ohne Maschinenzugriff arbeiten, also auch ohne Pokes. Das lässt sich so mit so einem Computer wie dem Amstrad CPC ganz problemlos machen, weil der das alles in Basic implementiert hat. Mit dem Commodore 64 hätte man da schon größere Schwierigkeiten. Dann solche mit Maschinenzugriff, die Peak und Poke haben, zumeist um irgendwie den Bildschirmspeicher oder Grafik und Sound damit zu adressieren. Dann solche, die mit Maschinenspracheroutinen arbeiten, mir dann, wenn es zeitkritisch wird, zum Beispiel bei der Abfrage der Pedals oder bei der Generierung der Grafik, wo die Maschinenspracheroutinen in Datas hinterlegt sind. Was ich ausgeschlossen habe, und deswegen ist es aber dunkelgrau, bei einer Sache habe ich es doch eingeschlossen, und zwar bei Atari wird der Zeichensatz geändert, um einen
ich sag mal, Breakout-affinen Zeichensatz selbst zu generieren. Und das muss natürlich gepiekt und gepokt werden. Das habe ich also zugelassen, weil das nicht so richtig Maschinensprache-Routine ist. Ja, ausgespart habe ich Basic-Loader, also reine Basic-Loader, die nur dazu da sind, irgendwelche Hexkolonnen in den Speicher zu laden, die dann Maschinensprache darstellen. Oder tatsächlich gibt es auch Listings später, vor allem in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, die nur noch aus Hexzahlen bestehen, die man dann über ein bestimmtes Editor-Programm eingibt. Ne, wo also gar keine Basic-Bestandteile mehr dabei sind. Das habe ich also auch nicht berücksichtigt, da gab es aber durchaus einige. Und was ich dann wieder interessant fand und wieder reingenommen habe, das waren Competitions, die ausgeschrieben wurden. Das passierte vor allem auch in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Das waren dann so One-Liner. Es gibt tatsächlich einen Breakout-One-Liner für den Archon Archimedes. Den zeige ich auch gleich. Das sieht man hier. Das ist ein Basic-One-Liner. Das war übrigens keine leichte Arbeit, das zu identifizieren, was da auf diesem schlechten Scan steht. Und Ten-Liner oder Code-Bummings, wo dann irgendwelche Leute versucht haben, hier, mach das mal kürzer, als ich es geschafft habe oder so. Ne? Das ist also relativ oft passiert. Diese Sonderkategorien zeigen, dass Breakout auch zu so einer Art Benchmark geworden ist, nach und nach für Computer. Also schafft mein Computer es, ein Breakout zum Laufen zu bringen und kann ich damit meine Programmierfähigkeiten oder auch die Fähigkeiten meines Systems ein bisschen unter Beweis stellen. Und zweitens sind sie oft auch Indiz dafür, dass die Programmstruktur nicht fix sein muss, wie man sieht hier in so einem One-Liner. Also da sind sehr, sehr viele interessante Tricks drin, die vor allem mit Logik arbeiten, also da, wo sonst ein Goto hin müsste, wo man eben nicht anderswo hinspringen kann, da wird dann mit einer logischen Abfrage gearbeitet. So, die ausgewählten Systeme. Die Gründe für die Auswahl ist, die ich hier getroffen habe, eine breite Abdeckung von Herkunftsländern. Also ich wollte aus möglichst vielen Ländern Breakouts zu Rate ziehen. Ich habe auch aus relativ vielen Ländern Breakout-Listings gefunden. Ich wollte möglichst viele Plattformen mit einbeziehen und das Erscheinungsdatum und die Quellen möglichst breit fächern. Das heißt, möglichst sehr frühe bis sehr späte Breakout-Implementierungen im Basic finden und aus möglichst sehr vielen verschiedenen Medien. Also nicht nur aus Zeitschriften, wo quasi noch, man könnte fast sagen, eine Qualitätskontrolle stattfindet, sondern eben auch, was weiß ich, Printouts oder sowas, wo nur der Programmierer selbst mal drüber geguckt hat. Da sehen wir hier also ich würde mal fast sagen, das Original, eben die Breakout Arcade Maschine, an der sich sehr viele orientiert haben, die das auch in ihren Prätexten geschrieben haben. Mein Breakout, sollte so sein wie das in der Spielhalle. Witzigerweise haben sich an Wozniaks Breakout, was man hier unten in der Mitte sieht, 1977, relativ wenig orientiert. Was einem schlicht und ergreifend daran lag, dass das Apple II-Handbuch nicht jedem zugänglich war, sondern nur Apple II-Besitzer. Und wer konnte sich als Jugendlicher in den 80er Jahren Apple II leisten? Ne? Also das hat nicht so die Runde gemacht, glaube ich. Nichtsdestotrotz kannte man das Spiel. Ne? Und hier sieht man also die Implementierung, von der ich vorhin gesprochen habe, Break von 1978. Mit dem Lance Mikles habe ich auch noch Kontakt aufgenommen. Das war ganz interessant, von dem noch zu hören, wie er versucht hat, das damals irgendwie auch an Zeitschriften weiterzugeben. Dann hier in der näheren Betrachtung Breakthrough für den PET 2001 aus der People's Computer World von 1979. Dann das Commodore 64 Breakout von Vince Epps. Das ist aus einem Buch, was man kaufen konnte, wo sich Superspiele für den C64 oder so hieß das. Ah ne, hier, Commodore 64 Program Book. Das habe ich auch am Stand, das kann man sich angucken. Da sind also ganz interessante ganz interessante Technologien, die das ganz ähnlich machen zu der Arcade-Maschine drin. Sehr interessant war auch Parrot, Smash-Out. Also ich habe es nur als Parrot bekommen, weil in Deutschland witzigerweise dieses Tim Hartnell-Buch in Englisch nicht verfügbar ist. Das ließ sich nicht bestellen über die Fernleihe. Ich habe nur im Internet eine die spanische Version. Tim Hartnell wurde in sehr viele Sprachen übersetzt, die Bücher von ihm. Der hat ja für ganz viele Homecomputer-Bücher geschrieben in den 80er Jahren. Ist leider schon tot. Und die spanische Version habe ich bekommen, Parrot. Und witzigerweise, da erzähle ich auch gleich noch was drüber, ist ein Programmierfehler in dem Programm drin, abgedruckt mit im Buch, der das Programm oder die Printausgabe sehr seltsam aussehen lässt und den ich dann gefixt habe nach 40 Jahren. Und das dann bei, das ist mittlerweile auch im Sinclair, die haben ja irgendwie so eine Game-Datenbank, da ist jetzt auch die gefixte Version. Ich meine, da war nur ein Bit, das ich da irgendwie anders setzen musste. Also das ist jetzt keine Glanzleistung. Für den TI-99-4A gibt es natürlich auch ein Spiel, auch in der People's Computer World, erschienen. Dann für MSX1. Unter MSX2 gab es natürlich auch welche, aber ich habe hier ein MSX1-Programm ausgewählt. Das Atari 800 XL Breakout von Peter Gibbs habe ich auch am Stand. Das kann man sich dort auch anschauen.
für den Amstrad CPC ein sehr schöner kleiner Hack, das da oben links in der Ecke, das ist das Breakout, Mini-Breakout, das tatsächlich auf einer halben Seite in einer Computerzeitschrift Platz gefunden hat und wahnsinnig schnell ist, also dass man also auch wahnsinnig sich anstrengen muss zu spielen. Und dann das Archon Archimedes, wo ich schon gesagt habe, das heißt Gyrt Dragon Slayer, noch mit einem witzigen Paratext dazu, war noch eine Ecke auf einer Seite frei in der Zeitschrift, haben die das noch abgedruckt, diesen One Liner, und da war der Source Code besonders hart zu lesen. Den konnte ich nur mit Hilfe der Archon Archimedes Gruppe bei Facebook, habe ich das gepostet, und die fingen sofort ganz wild an, ja, das kann nur das und das heißen und so. Und nach einem halben Tag war das Rätsel dann gelöst und ich konnte das Ding dann endlich eintippen. Und dann war die Frage, die Semantik zu entwirren von diesem One-Liner. Hat aber auch Spaß gemacht, also da in diese Programmiertricks da nochmal reinzugucken. Und gerade weil das eben als One-Liner so extrem dreckig programmiert ist, ne? Also mit so vielen Tricks programmiert ist. Okay. Welche spezifischen Merkmale weisen die Source Codes auf? Das hat mich interessiert. Gibt es Kommentare drin, Strukturierung, erläuternde Paratexte, also immer so ein Text, der vorne absteht, manchmal sogar noch mit Variablenlisten, die erklären, welche Variable im Programm was zu bedeuten hat. Gibt es Hinweise über die Vorlagen? Manche haben gesagt, ich war in der Spielhalle und wollte das Spiel nachmachen. Ich habe niemanden gefunden, der gesagt hat, ich habe das Spiel in Basic auf dem C64 gesehen und wollte das auch auf dem Atari zum Laufen bringen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man damit vielleicht auch nicht offen hausieren gegangen ist, dass man eine Vorlage benutzt hat. Zeigen sich an den Source Code nachträgliche Bearbeitungen. Das ist ganz interessant, da kann man fast forensisch vorgehen, wenn man sich die Programme anguckt, die dann vielleicht alle so in schöner 10er Zeilennummerierung, und dann taucht einfach eine Zeile 17 auf. Da weiß man ganz genau, okay, die ist nachträglich eingefügt, und dann guckt man sich an, was ist da drin. Und teilweise habe ich in Programmen sogar Rudimente gefunden, die gar nicht genutzt wurden. Da waren komplette Abschnitte drin, die in keiner Stelle des Programms aufgerufen wurden, die einfach im Source Code geblieben sind, weil der Programmierer gesagt hat, interessiert mich nicht, lasse ich drin, schicke ich ab. Da lassen sich also ganz interessante, ja fast schon so ein bisschen kriminologische Fragen an so einen Source Code richten, wenn man halt wissen möchte, unter welchen Umständen, wie der bearbeitet wurde, am fertigen Source Code. Wenn man das Versioning hat, ist natürlich alles gar kein Problem. Ne? Gibt es noch Fehler? Und da habe ich auch einiges gefunden, Programmierfehler, nicht nur dieses eine Bit, sondern auch tatsächlich manchmal, wo, wenn man das abgetippt hat, das Spiel einfach abbrach mit einem Syntax-Error. Und in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift, wir kennen das alle, gab es dann so ein Code-Bumming, da stand dann drin, Entschuldigung, da haben wir was falsch abgedruckt, da muss das so und so heißen. Und witzigerweise war das dann auch noch falsch. Das habe ich also bei einem auch noch gehabt, die Situation, dass dann in der übernächsten Ausgabe noch das auch noch mal korrigiert wurde. Und lässt sich noch etwas über die Autoren herausfinden. Es gibt ja manche Beispiele, was weiß ich, ein Basic-Programm, wie heißt das, Laser, bla 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 für MSX, was von Elon Musk programmiert wurde und in irgendeiner Zeitschrift abgedruckt wurde. Klar, von dem weiß man, was er heute macht. Mit anderen Leuten habe ich auch Kontakt gehabt. Also einen, der hat ein anderes Spiel, nicht ein Breakout programmiert, der ist jetzt Redakteur bei der Zeit, der war auch mal sehr auskunftsfreudig, wenn ich ihn zu seinen Programmen gefragt habe. Manche lassen sich noch eher googeln, manche Namen, aber viele lassen sich einfach gar nicht mehr auftreiben. Auch weil sie, was weiß ich, irgendwie was ganz anderes machen mittlerweile oder vielleicht auch gar nichts mehr mit Computern zu tun haben oder so. Ich habe da jetzt auch nicht so nachgeforscht. Ich würde da jetzt auch nicht so nachbohren und dann irgendjemanden anrufen 40 Jahre später und fragen, erinnert sich noch an ein Basic-Programm? Manchmal hat man Glück und dann freuen die sich, aber oft eben auch nicht. Ne? Okay. So, wie liest man denn nun ein Basic-Programm? Wenn ich den Code habe, geht es mir darum, erstmal die Strukturierung, die Variablen zu deuten und die Maschinenoperationen zu klären. Das ist nicht ganz einfach, gerade weil wir es mit Homecomputern zu tun haben, die sehr vielfältig waren. Da gibt es also hunderte verschiedene Plattformen, und wenn dann Poke drin steht, dann sagt einem das erstmal gar nichts, bis man die Systemarchitektur nicht kennt und weiß, was dieser Poke eigentlich bewirken soll. Das heißt, man muss also erstmal anfangen, sich über diese Dinge klar zu werden, und dann strukturiert man sich den Code. Indem man jetzt bei diesem One-Liner habe ich jetzt mal 15 Zeiler draus gemacht. Also ich habe das sozusagen logisch aufgelöst, damit ich es verstehen kann, in 15 Zeilen übertragen. Und dann geht es als erstes darum, die Variablen zu deuten. Das sind leider keine sprechenden Variablennamen. Ihr wisst, Basic muss auch nicht deklariert werden. Da muss man also jetzt nicht irgendwie sagen, das ist eine Integer-Variable und das ist eine Real-Variable. Manchmal gibt es da Hinweise drauf, aber manchmal eben auch nicht. Sodass man also erstmal gucken muss, okay, was heißt dieses X, was heißt dieses A, was heißt dieses B. Und da hilft eben das Genre Breakout sehr weiter, dass man genau weiß, okay, es gibt wahrscheinlich irgendwie bei X geht es um die X-Koordinate und bei Y um die Y-Koordinate auf dem Bildschirm. Und irgendwie muss das ja auch alles, was mit den Rändern und mit Kollisionsabfragen zu tun haben oder so. Also es begegnen einem alte Bekannte immer wieder, nur unter einem neuen Namen, ne, unter einem neuen variablen Namen.
Und dann, wichtig, und deswegen ist mein Programm, mein Projekt eben kein rein philologisches, wo ich mich nur um Papier kümmere, das Implementieren, um zu gucken, wie der Computer das ausführt, eben um auch mal Fehler zu entdecken, auch logische Fehler zu entdecken, die ich übersehen würde, wenn ich das Programm einfach so lesen würde. Das heißt, ich implementiere das am liebsten auf der Originalplattform, eben auch um so ein bisschen die Haptik mitzubekommen, die es bei dem Abtippen notwendig gewesen ist. Man wollte diese Programme ja früher abtippen, die gab es ja nicht einfach dann auf Diskette oder so, das kam erst später. Fange ich an, den Code zu modifizieren. Und zwar an solchen Stellen, wo ich nicht verstehe, was die bedeuten sollen. Die kann ich dann einfach mal ausmarkieren und mal gucken, was passiert, wenn ich die ausmarkiere. Und dann sehe ich, aha, okay, das ist die Funktion für den Pedal. Wenn ich das ausmarkiere, sehe ich das Pedal nicht mehr. Also weiß ich, was diese Codezeile zu bedeuten habe. Na, und dann eben die paar Sachen notieren, die ich gefunden habe. Fehler, klar. Auffälligkeiten aber auch interessant, wie zum Beispiel hier in Zeile 10. Das ist ja eine Logikfunktion, s gleich s minus, in Klammern auf, c gleich 42, also c gleich 42 ist eine Wahrheitsfunktion, wenn c 42 ist, ist es wahr, wenn c nicht 42 ist, ist es falsch, wenn es wahr ist, ist es minus 1, wenn es falsch ist, ist es 0, also kommt aus dieser Arithmetik irgendwas heraus. Das muss man sich dann erstmal überlegen, gerade wie gesagt bei Logik, da fängt dann schon der Kasten ordentlich an zu qualmen, also meiner, nicht der C64 oder was, hat damit kein Problem. Ja, und dann eben die statistischen Daten erfassen, also wie lang ist das Programm, wie viele Funktionen dieser und jener Art sind drin und so weiter und so fort. So, wenn ich das jetzt kommentieren soll, dann sieht das folgendermaßen aus. Also zunächst werden die Variablen gedeutet, das habe ich ja schon gesagt. Man sieht das hier jetzt hier an diesem Archimedes-Programm. Dann schreibe ich selbst rechts mir so eine Art Kommentar daneben und versuche darin zu klären, was zu klären ist. Also versuche ich den Mode-Befehl beim BBC Micro zu klären, da muss man ins Handbuch gucken, das geht noch relativ leicht. Diese ganzen VDUs zu klären, das sind Zugriffe auf die Video-Hardware und die sind durchaus sehr vielfältig. Also da kann man eine ganze Menge mitmachen und da muss man also wirklich ein bisschen experimentieren und gucken, was die genau machen und warum die überhaupt eingesetzt wurden. Also warum hier zum Beispiel dieser in Zeile 11 benutzt wurde, um das Pedal auszugeben, wieder mit einer sehr interessanten Kaskade von Parametern und Zahlen, die daneben stehen. Und eine richtige Nuss zu knacken war in Zeile 4. Das ist die Game Loop, die da anfängt. Und dieses k gleich k plus in k minus 1 minus in k minus 98, das fragt doch tatsächlich exakt die beiden Tasten ab, mit denen man das Pedal steuern soll und erzeugt sozusagen logische Falschheit, wenn man keine dieser Tasten drückt, wenn man eine falsche Taste drückt und logische Wahrheit, wenn eine von den beiden gedrückt wird und dann wird eine Arithmetik draus. Und das hat wirklich lange gedauert, das rauszufinden. Das aber gleich schon den Spaß ausmacht. Ne? Das ist wie, weiß ich nicht, wie so ein Puzzle zu lösen. Ne? Also da sieht man, dass auch eine gewisse Kniffligkeit auch beim Programmieren drin steckt. Eben wenn man es in eine Zeile bringen will, ohne ein Go-To nutzen zu können, dann muss man eben solche Logikfunktionen da ansetzen. So. Hier sieht man das mal, wie das Programm abläuft, wie dieser VDU-Befehl funktioniert und wenn ich was ändere, wie das dann aussieht. Also hier links ist das Programm, glaube ich, in seiner Reihenfunktion. Das ist ein komplett ASCII-Art-Programm, dieser One-Liner, ne? Und es ist sauschwierig zu spielen, wie man hier sieht. Ich schaff's recht nicht. Und dann wird gehackt. Das heißt, ich manipuliere einfach die Breite des Pedals, weil ich ein schlechter Spieler bin, manipuliere ich die Breite des Pedals, um mal zu gucken, zum Beispiel, was passiert, wenn ich das Level geschafft habe. Geht es dann weiter, endet das Spiel einfach. Es gibt tatsächlich Programme, da sind die Programmierer nicht davon ausgegangen, dass jemand auch nur ein einziges Level schafft. Ne? Das findet man in den Zeitschriften abgedruckt und wenn man das dann auf diese Weise manipuliert, stellt man fest, das endet mit einem Function Call Error, das Programm, wenn man das Level geschafft hat. Das heißt, auch die Redakteure haben es nicht so weit geschafft zu spielen, sondern haben es einfach abgedruckt. Die haben gesagt, okay, läuft, drucken wir ab. Ne? Aber das ist eine ganz, ganz interessante Funktion und hier auch rechts sieht man, dass es einen interessanten Fehler gibt, dass er nämlich tatsächlich auch nur jedes zweite Sternchen da aus der Mauer rausschießt. Also da kann man über dieses Manipulieren des Codes kann man einige interessante Entdeckungen machen. So, Reading Basic ist zum Glück nicht nur Source Code lesen, sondern auch die Paratexte, die dazugehören. Also zum Beispiel die editorischen Hinweise in den REM-Markierungen. Das sieht man, wo habe ich das? Sind hier irgendwo REM-Markierungen? Mal kurz gucken. Ich glaube, ja, wir können erstmal mit dem anfangen, was man hier sieht. Also das ist jetzt ein ganz typisches Breakout-Programm, das in einer Zeitschrift abgedruckt ist. Da sieht man also erstmal hier einen Hinweis, jetzt muss ich doch mal ein bisschen weggehen, hier einen Hinweis,
was weiß ich, hier der Markstückschlucker, den ich da gesehen habe, also was weiß ich, ne, der Breakout-Automat hat mich inspiriert, dieses Programm zu implementieren. Und dann sieht man auf der rechten Seite, derselben Seite, die Variablenliste. Das ist ein großer Komfort, auch gerade für jemanden wie mich, denn, der das am Ende deuten muss, wenn ich schon mal so ein paar Hinweise aus der Produktion kriege. Und dann gibt es manchmal noch, wie hier unten zu sehen ist, Informationen darüber, wie man das Programm manipulieren kann, wenn man noch nicht genug Taschengeld für einen Joystick bekommen hat, sodass man es mit Tastatur spielen muss. Das heißt, da kriegt man dann Hinweise auf die Zeilennummer, wo man rein editieren muss, um dann eben die Peak-Abfrage zu ändern, um das mit Space-Taste zu spielen oder mit den Falltasten. So, und das sieht man dann hier oben in der Tabelle, der zweiten Tabelle, wie die Funktion aussieht, wenn man sie manipuliert hat. Und dann gibt es Hinweise auf, dass das Programm editiert wurde. Hier sieht man das ganz schön. 780, 790, 800, 805, 810. Und hier taucht ein Poke auf. Und wenn man den dann mal weglässt, dann sieht man, ja, okay, da wird der Paddle nicht richtig gelöscht. Ne, der Paddle geht zwar nach links und rechts, aber hinterlässt immer irgendwelche Spuren. Das heißt, das hat er nachträglich eingefügt, damit das ein bisschen cleaner aussieht. Ne? Und das lässt sich dann ganz gut draus ersehen. Ah ja, und da oben sieht man die REM-Kommentare. Manchmal hat man das, dass dann am Anfang tatsächlich die Leute ihren Namen drüber schreiben und dann manchmal sogar noch Telefonnummer und Postleitzahl und weiß ich nicht was alles. Ne? Und Copyright, obwohl es das in Deutschland gar nicht gibt. Alles steht da oben schön drüber, damit man sich sozusagen auch mit dem Ruhm kleiden kann, der dazugehört, wenn das abgedruckt wird. So, wenn das dann gelesen ist, das Programm, dann stellt sich bei witzigerweise allen Breakout-Versionen, die ich gehabt habe, folgende Struktur dar. Ja, und das ist sozusagen das Kochrezept für ein eigenes Breakout-Spiel. Wer so mein Breakout-Spiel programmieren möchte, der kann das genau so machen. Ne, es gibt natürlich eine Game Loop, auch von Basic aus, die muss man halt knapp halten und versuchen mit wenig Go-Subs zu arbeiten, damit es nicht so langsam wird. Also zunächst werden die Variablen initialisiert. Das ist sowas wie, welche Bildschirmgröße habe ich, wie sieht mein Schläger aus, wie sehen die Klötzchen aus, die ich da abschießen muss. Dann braucht man irgendwelche Abstandsvariablen, um sich zu sagen, wenn der Ball jetzt sozusagen schräg fliegt, gibt es mehrere Schrägs, gibt es ja auch, ne, dass er dann irgendwie mit mehreren Winkeln abprallen kann, das kann man angeben. Ja, und dann Screen Init, also Bildschirm löschen, Bildschirm aufbauen, ne, die Mauer hinstellen und das Paddle auf den Bildschirm bringen. Und dann geht es in der Game Loop nur noch darum, den Ball mit dem Paddle zu treffen, zu prüfen, ob der Ball das Paddle getroffen hat oder ob er die Mauer getroffen hat. Und wenn er irgendwas getroffen hat, in welcher Richtung er abprallen und weiterfliegen muss und ob irgendwas vom Bildschirm gelöscht werden muss. Ne, und ob überhaupt noch irgendwas auf dem Bildschirm da ist. Wenn nichts mehr da ist, dann gibt es entweder, also wenn der Ball nach unten rausgeht, ein Game Over. Und wenn oben nichts mehr ist, dann Level Up. Da gibt es ein paar Programme, die beschleunigen dann zum Beispiel oder die machen den Paddle kleiner oder sowas, wenn man ins nächste Level kommt. Und wenn man zu viele Bälle verloren hat, Game Over. Ja, also mit der Information könnte man das jetzt sofort in jeder Sprache selbst schreiben. Das ist also nicht auf Basic begrenzt, sondern das ist sozusagen das allgemeine Kochrezept für dieses Spiel, das ich aber mir nicht ausgedacht habe, sondern aus den Listings, die ich gelesen habe, extrapoliert habe. Das ist also aus diesen Listings entstanden, die tatsächlich alle so aufgebaut waren. Das heißt, es gibt sozusagen eine subtile mentale Struktur, wie ein Breakout-Programm zu programmieren ist, wenn man schon ein bisschen programmieren kann. Auf die Idee mit einer Game Loop kommt ja auch nicht jeder von Anfang an. Man könnte ja auch sagen, ich mache das alles sozusagen in ein Listing, das immer durchgeackert wird und wundert sich denn, dass es alles so langsam ist. Und dann kommt vielleicht, guckt man mal eine Zeile, ach, das ist interessant, das Programm arbeitet ja immer nur die 7 Zeilen ab und springt dann von da und dahin, wenn irgendeine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Das mache ich jetzt auch so. Schreibt man das Programm um und dann sieht es auch so aus. Dann hat man eine Game Loop. Okay. Ich schaue mal auf drei genauer drauf. Ich will jetzt auch meine Zeit hier nicht überstrapazieren. Das Programm von Wozniak, ganz interessant, abgedruckt in dem Handbuch Integer Basic im Apple II Reference Manual auf Seite 66 und 67. Da ist auch noch ein Pong abgedruckt, ein Basic Pong und noch ein Pong für einen Spieler, was auch ganz interessant ist. Alle diese Programme enthalten, wie sie in den Handbüchern stehen, Programmierfehler. Die sind mit abgedruckt, bis in die letzten Versionen. Und für, hier habe ich unten den Link angegeben, für das Breakout von Wozniak gibt es eine tolle Internetseite, die das Listing komplett analysiert, die hat mir die ganze Arbeit abgenommen und die diese Fehler auch alle behebt und ein gefixtes, debuggtes Basic Breakout zum Runterladen anbietet. Und man sieht interessanterweise in meiner Version, deswegen finde ich Paperware so interessant, aus der Druckerei kommt das natürlich nicht hier. Ne? Sondern der Vorbesitzer meines Apple II hat dieses Handbuch gelesen, hat offensichtlich festgestellt, Moment mal, warum ist denn hier so eine Raute? Da kriege ich einen Syntax-Error, wenn ich die eintippe. Das muss offensichtlich was anderes heißen. Aha, das soll ein kleiner als Zeichen gewesen. Dann hat er das korrigiert und dann funktionierte das auf einmal.
Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Ich meine, normalerweise mag man das nicht, wenn fremde Leute in den Büchern rumgekritzelt haben, die man kauft. Aber mir sind die am liebsten, weil ich hier nämlich auch sozusagen das Mitdenken des Lesers und das Lernen des Programmierers an den Source Code sehe. Und am allerliebsten sind mir sogar Scribbles, wo Leute nur auf dem Papier mal schnell eine Programmidee aufgeschrieben haben, weil sich da auch sehr originale Ideen herauslesen lassen. Und wie man sich denken kann, sind natürlich solche Schnipsel, auf denen Programmideen stehen oder irgendwelche Kladden, absolut ephemer. Die kann man nirgendwo bibliografieren oder so. Die zählen zur sogenannten grauen Literatur, Ephemera, also was man normalerweise wegschmeißt, wenn es voll ist oder wenn es nicht mehr braucht. Manchmal wird es aufgehoben. Ich habe einige davon, paar auch mal eine Publikation damit, aber auf jeden Fall werden die in diesem Forschungsprojekt auch als solche berücksichtigt. Und in dem Oldenburger Computermuseum soll ja eine Computerbibliothek entstehen und da würde ich auch einen Part für Ephemera zur Verfügung stellen, indem man mal exemplarisch sehen kann, auf welche Art und Weise Leute, die sich mit Computern beschäftigt haben, eben auch selbst schreibend tätig geworden sind, ohne das gleich publiziert zu haben. Das Zweite, hier ist die Implementierung. Also er hat das in 37 Zeilen mit 180 Anweisungen gemacht. Es gibt einige hardwarenahe Funktionen, vor allem wenn es um die Grafik geht, die da implementiert werden soll. Man sieht Editiermerkmale wiederum an den unregelmäßigen Zeilennummern. Und es gibt verbliebene Fehler, da habe ich ja nun schon ein bisschen drüber gelästert. Entschuldigung. Er nutzt arithmetische Go-Tos, also die Fortran-Programmierer unter Ihnen wissen, was das ist. Ein arithmetisches Go-To, also zu einer Zeile wird hingesprungen und zwar aufgrund der vorherigen Berechnung der Zeile durch das Programm. Also im Programm wird irgendetwas berechnet und das Berechnungsergebnis ist das Sprungziel, ein arithmetisches Go-To. Das ist wirklich ganz unclean, also da kann sich ja hinterher keiner einen Reim drauf machen, wo das an der Stelle hinspringt, es sei denn, man rechnet im Kopf nach, was dabei rauskommen muss. Ne? Aber es ist natürlich eine schöne Abkürzung, wenn man nicht so viel Speicher dafür benutzen will. Und es gibt hier Einsprung in Subroutinen, das heißt, Wozniak nutzt eine Subroutine für mehrere Dinge gleichzeitig. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche das war, aber er springt aus irgendeinem Programmteil dann nochmal in die Subroutine rein, weil er aus der Subroutine ein Element gebrauchen kann mit dem GoSub und nutzt das Return dieser Subroutine, um dann wieder in den Ursprungsort zurückzukehren. Das macht mir auch Maschinensprache sehr gerne, wenn man einmal geschriebene Routinen nochmal verwenden will, dass man die dann später nochmal, dass man also bestimmte Parts der Routinen anspringt, um die dann zu nutzen. Es gibt hier eine Highscore-Nummerierung mit Namenseingabe, also es gibt eine Highscore-Liste, die am Ende dabei rauskommt und es gibt eine Bewerbung des Spiels. Das heißt, hier steht am Anfang, ne, sieht man hier so ein Title-Screen, ne, fast wie so ein Showcase-Screen und man kann sich die Farben auswählen, weil in Apple II gab es entweder mit grüner Schwarz-Weiß-Monitor oder eben Farbmonitor. Mal kurz gucken. Ich bin eigentlich schon fast fertig. Na gut, dann gehe ich hier nochmal schnell zu dem Breakthrough. Das war das Programm für den T99 Breakthrough? Ja, das ist für den TI-99 und hier sieht man ganz schön, also das ist das mit den vielen verbliebenen Tippfehlern, da ist dann in der nächsten Ausgabe hier unter Blunders eine kleine Korrektur erschienen, die den Tippfehler klären sollte. Wir haben das bei einigen dieser Programme, haben wir das selbst erst beim Abtippen entdeckt, dass da noch Fehler drin sind, weil es die teilweise auch gar nicht als Disk-Images oder als Programm-Images im Netz gab, sondern nur als Papier und dann hat meine studentische Hilfskraft die Dinger eingetippt. Ja, und ich habe ihn dahinter auch gefragt, wie war das denn mit dem Eintippen? So sieht das dann aus. Ah, nee, Breakthrough war für den Pad. Ich mache mal ein bisschen schneller, weil ich glaube, ich eigentlich schon fertig bin. Ne? So sieht das dann aus. Also das ist das nutzt PETSCII-Grafik, wie man links oben sieht, für die verschiedenen Ziegel, die dann auch verschiedene Punkte ergeben. Was ganz interessant ist, man spielt hier gegen die Zeit und nicht gegen die Bälle. Das heißt, das Spiel ist einfach nach 100 Sekunden vorbei und man muss in diesen 100 Sekunden versuchen, so viele Mauersteine zu zerstören, wie es nur geht. Und das schafft man auf gar keinen Fall komplett. Ja, das heißt, ich weiß nicht, also ich habe das, glaube ich, irgendwie ausgerechnet, dass man das nicht schaffen kann. Und die Tastatursteuerung simuliert hier ein Paddle. Da haben die irgendwie mit der Tastaturwiederholungsrate gearbeitet, sodass der tatsächlich dann auch etwas schneller wird, wenn man die Finger auf der Taste lässt. So, hier sieht man nochmal rechts sehr schön diese unregelmäßige Zeilennummerierung, die man da erkennen kann und auch teilweise die Qualität, mit der wir da zu kämpfen hatten. Also faksimiliertes Schreibmaschinen-Typoskript. Und das ist jetzt übrigens nicht irgendwie aus einem Internet geladene PDF, sondern das ist die Zeitschrift. Die haben sich das Listing auf Papier zuschicken lassen und haben das faksimiliert dann wiedergegeben in der Zeitschrift abgedruckt. Das heißt, war ursprünglich schon so schlecht. Okay. Und hier das Smash-Out, will ich nur noch mal auf den kleinen Fehler hinweisen, den ich da gefunden habe. Das sieht man hier ganz gut in dem
vielleicht kann ich es mit der Maus, sieht man den Mauszeiger? Ja, sieht man, also man sieht hier in den Mauern, sieht man so kleine Lücken drin. Und diese Lücken, die zeigen sich hier im Programm auch. Hier sind so kleine rote Striche. Ich weiß nicht, ob man die sieht hier, der Mauerstein. Da ist einfach die Bitmap falsch definiert gewesen. Und wir haben das dann beim Abtippen gesehen und haben das dann korrigiert. Und wie gesagt, das existiert jetzt endlich in einer gecleanten Version. Okay, so, ja, das ist hier die falsche Bitmap. Ne? Und hier habe ich das nochmal rekonstruiert, wie das passiert ist, wie es vorher aussah und wie es nachher aussah. Und wie gesagt, in allen Übersetzungen hat dem Hartnell nicht interessiert, dass das so doof aussah. Der wird das ja vorgelegt bekommen haben. Ne? Das hat ihn nicht interessiert. Das Spiel funktioniert ja, dann sieht die Mauer halt so aus. Und dann hat er sich da nicht weiter drum gekümmert. Okay, bisschen überzogen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Fragen schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr, bis der nächste Vortrag anfängt, oder? Wie bis Viertel? Bis Viertel nach. Ja, du, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Super. Dann haben wir noch 5 Minuten Zeit für Fragen. Ansonsten lade ich euch natürlich gerne ein, zu mir in den Stand zu kommen und die Fragen direkt am Objekt zu klären. Ne? Und wenn irgendwelche Vorwürfe sind, direkt an den Computer richten, nicht an mich. Ja, bitte. Welches System war das Listing von 75? 76 für Apple. Achso, das kann sein, dass es vielleicht, ich kann nochmal zurückgehen. Das kann sein, dass das der, ja, was kann denn das gewesen sein von 75? Ah nee, Quatsch, das ist der Breakout-Automat. Das ist der Arcade-Automat, der ist 75 erschienen. Ja. Den hat Wozniak ja im Prinzip auch im Wesentlichen mitverantwortet. Der hat ja da so viele TTL-Chips entfernt, dass es günstiger wurde, dass die Atari-Ingenieure da Probleme mit hatten. Ich habe die TTL übrigens auch mit, die Platine, läuft auch. Da kann man das also auch auf dem Originalboard dann nochmal spielen und sich das angehört. Klar, einen kleinen Fehler, aber das ist kein wesentlicher, das ist nur ein logischer Fehler. Also man kann es trotzdem spielen. Ja? Das lässt sich. Das lässt sich durchaus. Also zum Beispiel beim C64 gibt es ganz kluge Basic-Routinen für die Joystick-Abfrage, die eben nicht mit if, also was ich, a gleich peak xy und if a ist so und b ist so, sondern die das als ein Programm des logischen Schiebens, also die logische Schieben benutzen, um den Joystick abzufragen. Das wusste sicherlich auch nicht jeder, das stand noch nicht im Handbuch. Da müsste man mal gucken, wo das zuerst aufgetaucht, in welcher Zeitschrift und vor allem kann man das dann sehen an den Variablennamen, wenn die Variablennamen übernommen haben. Was aber auf jeden Fall erkennbar ist, das haben ja nun, wie gesagt, früher die Kids nicht Informatik studiert, bevor sie angefangen haben zu programmieren. Wenn man in einem Programm auf einmal eine Bubble-Sort-Routine findet, um die Highscore-Liste zu sortieren, ne? Das ist ja schon verdächtig. Also das denkt sich ja keiner aus. Also es gibt natürlich auch Leute, die sich eine Bubble-Sort-Routine ausdenken. Aber in der Regel sind die dann von irgendwo abgetippt. Also so, gerade so das, was man Standard-Algorithmen nennt, wenn man die irgendwo findet, Sortierroutinen oder was weiß ich, wenn irgendwie ein kürzeste Weg berechnet werden soll. Das gibt es so bei Labyrinth-Spielen zum Beispiel. Überhaupt, wenn Labyrinth generiert werden soll, Labyrinth-Generierungsroutinen, die werden auch sehr gerne übernommen für so Labyrinth-Spiele. Und da kann man sich fast sicher sein, dass ich da, es sei denn, wir haben es mit einem jungen Genie zu tun, dass sich das nicht ausgedacht wurde. Da müsste man dann genau im Sinne der Stemmatologie mal gucken, wo ist der Urtext zu finden und welche Hinweise gibt es darauf, wie zum Beispiel bei Variablennamen oder auch bei Zeilennummerierungen, die da erkennen lassen, von wo das genau stammt. Ne, um dann eben die Verbreitung dieser Idee von dem Ursprungstext dann in die Programmgenre-Geschichte wiederzufinden. Gut, dann sehen wir uns am Stand, wenn Interesse besteht, und ich danke für die Aufmerksamkeit.